Heute zeige ich euch, wie ihr in wenigen Schritten eine schöne Hefthülle für zum Beispiel Uhrhefte, Hausaufgabenhefte oder Vokabelhefte nähen könnt. Ihr braucht ein Stoffteil für die Außenseite, ich habe es hier schon verziert, euer Label eventuell, ein Stoffteil für die Innenseite und zwei Stoffteile für die Klappen, einmal gefalzt und gebügelt. Das Schnittmuster könnt ihr euch ganz einfach selbst herstellen. Ich brauche einen Bezug für dieses Heft, also lege ich das Heft auf und rund um das Heft muss 1 cm glatt sein. Und das Schnittmuster für die Klappen beträgt jetzt 3/4 der Breite, also es ist genauso hoch und ich habe jetzt 3/4 der Länge für die Klappe genommen. Und die Klappe wird hier einmal eingeklappt. Auf dem Schnittmuster selbst habe ich mir einmal die Mitte markiert und dann nochmal jeweils auf den Seiten die Mitte, damit ich dann auch mit der Stickerei mittig bin. Die Stickerei sollte dann immer auf der Linie mittig sein. Okay, die Vorderseite könnt ihr euch jetzt nach eurem Geschmack verzieren. Gerne auch mit mehreren Stoffen und dann kommt einmal die Vorderseite nach vorne. Ich habe mir das hinten jetzt nochmal markiert, wo ich genau nähen muss. Nochmal genau mittig platziert alles und dann weiß ich nachher, an dieser Linie muss ich nähen. So, die Klappen kommen dann da drüber. Da müsst ihr jetzt aufpassen, wenn ihr den nicht so zurechtgeschnitten habt, den Stoff, dass überall was drüber ragt. Okay, und dann ganz oben drauf kommt das Stoffteil für die Innenseite. Das steckt ihr euch jetzt fest und dann sage ich euch, wie ihr das zusammennähen müsst. So, jetzt näht ihr einmal hier lang und hier lang. Und eine Seite bleibt offen. Welche ist eigentlich egal, ob ihr die offen lasst oder die. Auf jeden Fall muss eine von den kurzen Seiten offen bleiben. Die kurze Seite haben wir jetzt offen gelassen. So, jetzt können wir das Ganze wenden. Gucken nochmal, ob alles eingefasst ist. Die Ecken könnt ihr wieder mit einem Pinselende ausdrücken. Und jetzt klappen wir die Klappe auf der offenen Seite einmal um. Und das ist jetzt die Rückseite. Also hier ist die Rückseite. Da liegt jetzt die Klappe auf. Und jetzt können wir einmal hier gerade abnähen. Achtet dabei darauf, dass die Stoffe hier schön gefaltet sind. Hier kann man eventuell auch nochmal überbügeln. Und dann einfach hier einmal zunähen. Jetzt schneidet ihr auch hier die Kante knapp ab. Und klappt die Klappe um. Müsst ihr nur noch einmal alles bügeln. So, ich bügel jetzt noch einmal die Kanten ab. Und dann können wir auch anprobieren, ob es passt. So, wie ihr gesehen habt, das ist kein Hexenwerk, so eine schöne Hülle zu nähen. Es geht relativ schnell und man hat immer ein schönes Geschenk oder was Schönes für die Schultüte. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne ein Däumchen hoch, abonniert den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, eure Yvonne.